Hallo und Gesang zu einer neuen Checkliste. Heute schauen wir uns an Punch Club. Und das hätte ich fast ausgelassen, weil auf den ersten Blick, wo ich da die Screenshots gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, Rollenspiel, wo man kämpfen muss. Und es hat so ein bisschen danach ausgeschaut, als musste man da selber kämpfen. Aber siehe da, es ist tatsächlich ein Lebenssimulation/Management-Spiel und man lebt und managt hier das Leben eines Kampfsportlers. Und das Ganze hat auch eine Rahmenhandlung. Da werde ich kurz ein bisschen drüber sprechen, aber nicht allzu viel herzeigen. Erstens mal, um es nicht zu spoilern. Zweitens, um ein bisschen Zeit zu sparen. Grundsätzliche Informationen vor ein paar Tagen rausgekommen und so wie es ausschaut, verkauft sich es unglaublich gut. Also ich glaube 30.000 Kopien schon abgesetzt in den ersten 5 Tagen. Super erfolgreich, wundert mich auch nicht, weil das ist ein richtig kleines, nettes Spiel und klein in dem Fall auch der Preis, 10 Euro kostet das Ganze. Und ich würde sagen, bevor wir im Detail reinschauen, machen wir sie üblich eine Kurzzusammenfassung und dann gibt es einen etwas ausführlicheren Blick. Bei Punch Club, da steuert man einen Kampfsportler, zumindest einen angehenden Kampfsportler vom Amateur zum Profi und ja, muss eben mit dem kämpfen und den kämpfen lassen. Das heißt, das läuft in dem Fall passiv ab. Man bekommt Talentpunkte, die investiert man wiederum in Talente, die man dann vor den Kämpfen passend auswählt und einsetzt, abgestimmt drauf, was der Gegner unter anderem für Talente mitbringt, abgestimmt darauf vielleicht, wie viel Energie der Gegner hat, wie viel Energie man selber hat, was für Werte man überhaupt hat, wie viel Stärke, wie viel Ausdauer und welchen Weg man gewählt hat, bietet auch 3 Wege das Spiel. Ein Weg des Tigers habe ich jetzt zum Beispiel genommen, das ist eben des Geschicks, da wo man dann entsprechend hauptsächlich Schläge bekommt, die eben auf Geschick basieren. Und nachdem es eine Lebenssimulation ist, muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass man genug Laune hat, genug Essen hat, genug Energie hat. Entsprechend heißt da schlafen, essen, arbeiten gehen, einkaufen gehen, Freunde besuchen. Also das hat auch einen hohen Rollenspielanteil, das Spiel, wo man eben eventuell auch seine Liebe findet oder sich mit diversen Charakteren anfreunden oder auch verfeinden kann. Und es gibt eine Menge Locations auf der Stadtkarte aufzudecken und zu entdecken und freizuschalten. Alles eben begleitet durch diese Story, wo man eben mehr oder weniger auf der Suche ist nach seiner Vergangenheit und nach der Vergangenheit des Vaters. Vielmehr kommt dann auch so ein Medaillon ins Spiel, ein mysteriöses, und man lernt dann eben nach und nach Charaktere eben kennen, die einen da ein bisschen weiterbringen bei dieser Geschichte. Ist also ein super Genre-Mix, Lebenssimulation, Rollenspiel, Management, sehr viel Strategie auch dabei, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, welchen Weg man geht, welche Talente man erlernt, wie man seinen Tagesablauf gestaltet. Das Ganze auch sehr stressfrei, weil die Zeit vergeht auch nur dann, wenn man bestimmte Aktionen setzt. Das heißt, man hat immer gut Zeit zum Überlegen. Und ich muss sagen, für den Preis, eben 10 Euro, wie gesagt, habe ich jetzt mittlerweile 4 Stunden in etwa gespielt und bin super motiviert nach wie vor. Und obwohl man sehr viel Wiederholung hat, hat man doch immer wieder neue Entscheidungen, und das ist ganz, ganz wichtig, und das motiviert einen auch, die sehr unterschiedlichen Kämpfe, die man zum Glück eben nicht selber bestreiten muss, sondern wo man schön zuschauen und analysieren kann. Also meine Empfehlung hat es auf jeden Fall für alle, die irgendwie Management-Spiele lieben, das eben so einen leichten Lebenssimulationseinschlag hat. Gut, dann kurz Zusammenfassung, 3 Minuten, ich glaube, das ist okay. Und jetzt etwas ausführlicher, ich glaube, über eine halbe Stunde ist es geworden, das Ganze im Detail. So, wer jetzt noch dabei ist, darf einen super kurzen Blick in die Optionen genießen. Ist ein Unity-Spiel, gibt es nicht viel einzustellen, wie ihr seht, außer die Auflösung und der Retro-Effekt, der das Ganze so ein bisschen pixeliger macht, und ein paar Soundregler. Deutsch ist es schon verfügbar und die Übersetzung ist sehr, sehr gut. Spiel kommt eigentlich aus Russland, Lazy Bear Games. Da unten steht es eh, und das sind, glaube ich, nur 2 Leute, die das jetzt in einem Jahr mehr oder weniger programmiert haben. Das ist auch, glaube ich, das erste Projekt von diesem Studio, zumindest unter diesem Namen. So wie ich das verstanden habe, ist das Studio schon ein paar Jahre tätig, aber
oder die Programmierer, die Entwickler sind schon ein paar Jahre tätig, aber unter einem anderen Namen. Und ich habe jetzt auch nicht genau geschaut, was sie sonst gemacht haben, aber da sozusagen als Erstlingswerk dieses Studios sehr, sehr gelungen. Ja, der Sir Dozio hat da schon 60 Tage gespielt. Das sind in etwa 3 Spielstunden. Und ich bin da jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Soll ich da weiterspielen oder sollte ich da weiterspielen oder nicht? Die Zwickmühle deswegen, weil das Spiel reizt mich auch als Let's Play und da wollte ich nicht zu viel mich selber spoilern, aber trotzdem so weit spielen, dass ich einfach über das Spiel vernünftig was sagen kann. Und so ein paar Dinge erklären sich jetzt nicht von selbst und da hoffe ich, ich habe es richtig verstanden und kann es korrekt weitergeben. Plus gibt es natürlich ein paar Story-Elemente, die erst später kommen, die ich in dem Fall noch gar nicht kenne. Aber ich würde sagen, ich traue mich jetzt ausnahmsweise mitten ins Spiel einsteigen, weil 60 Tage ist jetzt auch nicht eben mitten ins Spiel, sondern ist an einer schönen, passenden Stelle, wo ich schon ein bisschen was geschafft habe, wo ich schon ein bisschen was aufgedeckt habe, wo ich ein bisschen was zeigen kann. Und ja, trotzdem geht es noch schön weiter. Das sieht man hier zum Beispiel in der Übersicht der Story. Da sehen wir alle Charaktere, die ich schon getroffen habe, alle Herausforderungen, die ich angenommen habe. Und eben hier ungefähr sind wir jetzt oder bin ich jetzt und da geht es dann eben noch ein gutes Stück weiter, was auch immer da kommt, inklusive die Antwort vermutlich auf die Frage der ganzen Geschichte. Kurz gesagt ist man hier der Sohn eines verstorbenen Kampfsportlers, der wurde erschossen auf der Straße. Das sieht man im Intro und ja, im Sterben liegend hat er einem sozusagen ja, einen Auftrag gegeben, ein Kämpfer zu werden oder wie auch immer man das sagen will. Und man hat auch eine Art Betreuer, der einen regelmäßig anruft und einen motiviert ein paar Tipps gibt. Das ist ein ehemaliger Freund des verstorbenen Vaters, der sozusagen damals, eben, wo mein Kind war, ein Weise geworden ist, beschlossen hat, er betreut einen da oder nimmt ein bisschen unter die Fittiche. Also, das ist unser Charakter und ja, man kann da rumlaufen, den steuern, man kann alles Mögliche anklicken, also alles, was hier so highlightet, das kann man benutzen. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen zu entdecken, da zum Beispiel Blümchen gießen, gar nicht unwichtig, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt nämlich eine Quest, Herz einer Dame erobern, wo man tatsächlich Blumen braucht, die ist nämlich Sammlerin und entsprechend muss man da regelmäßig Blumen züchten sozusagen. Eine Katze hat man auch und ein paar Fische. Bin mir nicht sicher, was das genau bringt. Irgendwas wird es vielleicht bringen oder sonst sind es nur versteckte Gimmicks. Auch ganz nett, wie ich finde. Ja, was ist wichtig bei unserem Kampfsportler, der Herr Sir Dozio? Da oben mal die ganzen Werte. Ist eh schön alles mit der Maus Overs hinterlegt. Wir haben Gesundheit, umso gesünder, umso mehr Hitpoints hat man im Kampf. Essen, man muss einfach regelmäßig essen. Die Stimmung steht eh beeinflusst die Effektivität des Trainings. Und dann hat man noch Energie. Und wenn einem die Energie ausgeht, muss man zum Beispiel schlafen. Jetzt habe ich eh nicht mehr viel Energie, also schmeißen wir es mal auf die Couch und schlafen ein bisschen. Und sobald man so eine Aktion startet, vergeht auch die Zeit. Also immer, wenn man irgendwas macht, was diese Werte oder diese Werte ändert, vergeht Zeit. So, jetzt hat er Hunger bekommen, laufen wir mal zum Kühlschrank. Zum Glück war ich vorher noch einkaufen. Da warten ein paar Steaks auf uns, geben in dem Fall auch Hitpoints. Braucht man jetzt zwar nicht, würde genügen, die Nahrungswerte wieder aufzuladen. Esse ich mal 2 Steaks, ein bisschen Laune gibt es auch und dann sind wir vermutlich fast wieder voll. Und ja, wären auch relativ energiegeladen, also könnte man durchaus mit unserer Energie irgendwas anfangen. Mal schauen, hier blinkt was. Wir hätten zum Beispiel aktuell einen Kampf. Ultimate Fights, die bekommt man erst ein bisschen später in der Story angeboten. Da trifft man jemanden und der sagt eben, ja so, hier kann man die ultimativen Kämpfe machen bei uns, besuch uns doch. Und kämpfe mit uns, sammle Punkte in der Ultimate Fights Liga sozusagen. Und wenn man da genug Punkte gesammelt hat und hier im gelben Bereich landet, dann geht die Story dort zum Beispiel weiter. Dann wird man einem weiteren Charakter vorgestellt und ja, kann vielleicht ins Ausland gehen oder ähnliches. Das wären dann eben hier so Story-Fortschritte. Und das weiß man auch, das wird einem auch gesagt. Das wäre vermutlich dann das hier, genau. In der Ultimate League beweisen, die gelbe Zone erreichen und dann
ja, lernt man vielleicht irgendjemand Neuen kennen. Gut, das eine, die eine Art von Kämpfen kann man immer wieder machen, muss man nicht. Und dann hat man noch die Liga, in der man kämpft. Hier bin ich aktuell Rang 5. In 2 Tagen ist der nächste Kampf. Das kann man hier auch in den Fortschritten irgendwo begutachten. Da zum Beispiel 5. Platz habe ich eben geschafft. Nächstes Ziel wäre dann, die Liga zu gewinnen, also auf den 1. Platz zu kommen. Werfen wir mal einen Blick auf die Stadt. Hier sind wir zu Hause. Hier gibt es ein paar Locations. Einige habe ich schon aufgedeckt. Ein paar andere gibt es, glaube ich, noch. Und wir können hier alles Mögliche machen. Das Reisen verbraucht zu Fuß Zeit mit dem Bus nicht. Wir können ja mal in die Muckibude fahren mit dem Bus. Die 3 Dollar leisten wir uns mal noch. Und ja, eventuell ein bisschen trainieren gehen. Wir könnten hier mit dem Silver sprechen, einen Übungskampf machen oder mit ihm trainieren. Das kostet allerdings ein bisschen was. Gehe ich mal ins Fitnessstudio, 10 Dollar Eintritt, und dann können wir hier ein bisschen trainieren. Verschiedenste Geräte stehen da zur Verfügung und die trainieren die 3 verschiedenen Werte: Stärke, Geschick und Ausdauer. Was für was gut ist, das sage ich dann gleich noch. Ich starte vielleicht mal hier mit dem Sandsack, glaube ich, sagt man da. Der trainiert mehr oder weniger alle 3 Werte und verbraucht relativ viel Nahrung und Energie. Und ja, wenn es hinten angekommen ist, dann steigt man einfach auf die nächste Stufe auf. Und wenn man zu lang an derselben Sache trainiert, dann, wie man hier sieht, fliegen nur mal so 2/3 oder halbe Punkte rauf, dann ist es nicht mehr effektiv, dann sollte man Gerät wechseln. Und jedes Gerät trainiert eben andere Werte, unterschiedlich stark, verbraucht, soweit ich das verstanden habe, unterschiedlich viel Energie. Und es ist insofern wichtig, regelmäßig zu trainieren, weil jetzt am Ende des Tages, jeden Tag verliert man auch Werte. Das heißt, wir haben heute zum Beispiel, oder gestern muss man sagen, viel mehr oder ein bisschen mehr verloren wie gewonnen, weil ich gestern einfach zu wenig trainiert habe. Jetzt natürlich können wir einfach weiter trainieren, kein Problem. Wir haben heute eh keinen Kampf, der ist, glaube ich, erst morgen. Also können wir unsere Werte ruhig noch ein bisschen steigern. Und welche Werte ich da steigere, das hängt sehr, sehr stark von meinem bevorzugten Kampfstil ab. Und den können wir jetzt auch gleich anschauen. Den sehen wir hier beim Talentbaum. Den schaltet man sich nach und nach frei mit diesen Talentpunkten. Die bekommt man, wenn man Kämpfe bestreitet, gewinnt oder verliert. In beiden Fällen, wenn man gewinnt, natürlich mehr. Und die kann man hier in diesen Talentbaum investieren. Und der teilt sich mehr oder weniger gleich zu Anfang in so 3 Themen. Eben oben haben wir alles, was mit Geschick zu tun hat. Hier haben wir alles, was mit Ausdauer zu tun hat. Und hier haben wir alles, was mit Stärke zu tun hat. Und wie man sieht, habe ich relativ weit vorgearbeitet beim Geschick, weil ich hier den Weg des Tigers eingeschlagen habe. Und das im Endeffekt, je nachdem, ob man hier, hier oder hier hingeht, bestimmt dann, welchen diesen 3 Bäume man freischaltet. Und man hat prinzipiell die Möglichkeit, natürlich alles zu machen. Man hat zu wenig Punkte, um wirklich alles effektiv zu machen. Und vor allem hat man auch zu wenig Zeit, um alles effektiv zu trainieren. Das heißt, man konzentriert sich da im Endeffekt auf eine Sache. Und der Weg des Tigers ist eben einer, der sehr profitiert von dem Geschick. Zum Beispiel der Karate-Kick. Der hängt eben direkt davon ab, wie gut der läuft. Ich glaube zumindest, das war der Karate-Kick, nicht, dass ich es jetzt verwechsle. Wie geschickt man eben ist. Beziehungsweise manch andere Talente hängen eben vom Geschick zum Teil ab. Mal schauen, hier der hohe Tritt zum Beispiel. Der setzt überhaupt schon mal voraus, dass man mindestens 2 Geschick hat. Da die hohe Rückhand, das zum Beispiel ein ganz klassischer geschickabhängiger Schlag. Umso geschickter, umso mehr Schaden verursacht man, aber umso mehr Energie verbraucht man auch. Da sieht man auch die 3 Werte hier, oben Schaden, unten Energie, 9 und 6 Punkte, und 89 ist sozusagen die Genauigkeit, also das ist ein recht genauer, sehr starker Schlag, der aber viel Energie verbraucht. Alternativ hätte ich zum Beispiel einen hohen Tritt. Der ist nicht ganz so genau, nicht ganz so stark, braucht aber auch weniger Energie. Und entsprechend gibt es dann einfach, je nachdem, welche Talente oder welche Fähigkeiten man hat, bessere oder schlechtere, die besser oder schlechter auf einen passen. Und im Kampf kann man das dann eben wählen, was man da nimmt, muss man aber auch auf den Gegner abstimmen.
da kommen wir dann gleich noch dazu. Also haben wir gesagt, Geschick ist sehr, sehr wichtig bei uns. Also gehen wir ein bisschen zum Beispiel hier hin. Und nicht nur Geschick ist wichtig, auch wenn man den Weg des Tigers geht. Ausdauer ist grundsätzlich wichtig. Da hat man einfach eine höhere Regeneration. Und Energie ist eine der wichtigen Dinge im Kampf. Das werden wir dann sehen, weil man verbraucht die Energie. Und wenn man die gut regenerieren kann, ja, umso besser. Dann kann man härtere oder energiereichere Schläge wählen. So, dann werde ich schauen, dass ich nochmal bei Stärke auf 4 komme. Weil natürlich die Stärke auch wichtig ist. Nicht das Wichtigste, wenn man auf Geschick geht natürlich, aber halbes gute Stärke nie verkehrt. Ich glaube, das hier wäre noch eine gute Idee. Und da mal jeden Tag verlieren, wäre es nicht schlecht, wenn man ein bisschen drüber gehen, dass wir so einen Puffer haben. Das schaut, glaube ich, ganz gut aus. Könnte bis morgen langen. Werden wir sehen. Gut, dann, ja, nachdem wir eh gleich mal Hunger bekommen, vielleicht trainieren wir noch einen kurzen Moment weiter. Dann wird es eh gleich mal nicht mehr gehen, beziehungsweise nicht mehr effektiv sein. Dann fahren wir nach Hause und essen ein bisschen was und legen uns mal auf die Couch. Die Laune ist auch wichtig. Die Laune war jetzt nicht mehr ganz so gut. Hätte man vielleicht drauf schauen sollen, weil höhere Laune heißt natürlich effektiver beim Trainieren. Aber wir sind jetzt immer noch auf 466, das ist gut. Und heute ist eben ein Kampf. Jetzt werde ich mich noch ein bisschen ausruhen, weil das ist ziemlich wichtig, dass man ausgeruht ist vor dem Kampf. Zumindest meine Beobachtung. Umso ausgeruhter man ist, umso besser. Wir werden noch was essen. 2 Steaks. Und dann wären wir eigentlich vorbereitet, finde ich ganz gut, auf unseren nächsten Kampf in der Kampfliga. Zurzeit 5. Platz. Und kämpfen wir. Wir kämpfen gegen den Roy. Der Roy ist gleich stark wie wir, aber relativ wenig Geschick. Das heißt, er ist höchstwahrscheinlich nicht sehr treffsicher. Und Ausdauer hat er auch nicht viel. Das heißt, er wird schnell Energie verbrauchen. Also wäre zum Beispiel eine mögliche Wahl, und das behaupte ich jetzt einfach nach meinen Beobachtungen, muss nicht unbedingt sein, dass das richtig ist. Eine mögliche Wahl wäre, gut, er ist nicht sehr treffsicher, also braucht man vielleicht eventuell gar nicht mal ausweichen. Könnte man vielleicht darauf verzichten und dafür was anderes reinpacken. Ich nehme mal alles raus. Hier haben wir unsere Verteidigungen. Also könnte man vielleicht sogar darauf verzichten, weil er ist eh nicht sehr treffsicher. Aber vorsichtshalber nehme ich das mal rein. Er schlägt sehr hart zu, wenn er mal trifft. Also könnten wir eventuell Blocken nehmen. Dann wird der Schaden verringert. Also im Endeffekt läuft jetzt eh drauf raus, dass ich das gleiche wieder reintue, wie ich vorher rausgenommen habe. Aber einfach um zu demonstrieren, was hier der Gedankengang ist. Und ja, wir müssen natürlich auch irgendwie angreifen. Man kann davon ausgehen, dass er sehr viel Energie verbraucht. Wir haben auch eine höhere Regeneration, also können wir uns ruhig trauen, irgendwas nehmen, was viel Energie verbraucht. Hier zum Beispiel eben unser hoher Rückhandschlag braucht 8 Energie, aber verursacht halt eine Menge Schaden und ist sehr genau. Und vielleicht als Pendant dazu irgendwas, was ein bisschen weniger Energie braucht und trotzdem guten Schaden macht. Hier zum Beispiel, das klingt gut, 5 Energie, 7 Schaden. Dafür 76 Genauigkeit, und so könnten wir jetzt mal die erste Runde starten. Natürlich auch zu beachten, was hat er für Talente. Da zum Beispiel, mal schauen hier, ein sehr, sehr starker Schlag. Der braucht hohes Geschick, das hat er nicht. Also kann man davon ausgehen, dass er den nicht unbedingt immer gut landen wird. Wobei 78% nicht gerade schlecht ist. Ich glaube, das sind Prozent. Zumindest habe ich so verstanden. Haben wir nie über 100 gesehen, aber wer weiß, kann natürlich täuschen. Er hat auch noch irgendeinen Vorteil. Er kann uns demoralisieren. Weniger Schaden machen wir da bei ihm, so wie es ausschaut. Aber versuchen wir es trotzdem mal eine Runde. Und der Kampf läuft jetzt komplett automatisch. Kann man einfach zuschauen. Und man sieht, welche Talente werden eingesetzt. Wie viel Energie wird dafür verbraucht, das sind die kleinen Zahlen, die da auch oben wegfliegen. Und wie wir sehen, er verbraucht doch ein Eckchen mehr Energie wie wir. Also können wir vermutlich bei der Taktik bleiben, weil wir machen auch ordentliche Treffer mit guten Schaden. Würde er jetzt weniger Energie verbrauchen,
dann wäre ich fast geneigt, den Schlag, der bei uns sehr viel Energie braucht, zum Beispiel rauszunehmen und zu sagen, ja, nehmen wir lieber etwas, was ein bisschen weniger Energie braucht, damit er einen höheren Energieverbrauch hat. Er hat jetzt aber schon einen hohen, also kein Problem, das drin zu lassen. Plus haben wir uns jetzt kurz regeneriert, Ende der Runde sind wir wieder auf 40, er ist auf 23 und immer wenn die Energie ausgeht, dann geht er automatisch zu Boden. Wenn das halt auf 0 geht, dann kann er sich nicht mehr verteidigen, weil das Verteidigen braucht die Energie und dann bang, haut's ihn um mit ordentlichen Schaden. Wir haben auch viele Hitpoints, wesentlich mehr wie er, also das ist ein recht einfacher Kampf. Hab auch schon den einen oder anderen verloren, so ist nicht. Okay, Laune ist gut, wir haben ein bisschen Geld bekommen, ein paar Talentpunkte, ein bisschen Energie oder Gesundheit verloren. Trotzdem hätten wir jetzt noch massenweise Energie, könnten direkt wieder in die Muckibude gehen und trainieren. Ich denke, das mache ich mal. Wenn wir schon da sind, nutzen wir das mal ein bisschen. Einfach um da etwas noch raufzukommen, vor allem die Laune ist super, dann lohnt das auf jeden Fall. Ist das Training sehr, sehr effektiv. Allerdings, was wir auch machen müssen, ist irgendwann ein bisschen Geld verdienen. Wir haben nicht mehr gerade viel Geld und wir müssen dann auch bald mal essen. Das sollten wir beachten, also werde ich da jetzt irgendwo auf halber Strecke so ein bisschen bremsen, vielleicht direkt erzielt, hat zwar $10 gekostet, also war jetzt nicht sehr effektiv hier so kurz reinzugehen, aber einfach um es zu demonstrieren, vielleicht nicht schlecht, oder wir stellen uns noch ein bisschen aufs Laufband für etwas Ausdauer. Und dann werden wir die Muckibude verlassen und mal ein bisschen Geld verdienen, warten vielleicht bis der Tag um ist, dann sehen wir, wie weit wir da runterfallen. So. 466 nach wie vor, sehr gut. Wir hätten heute einen Ultimate Fight, den lasse ich jetzt mal für den Moment aus. Ich melde mich dafür für den nächsten Ligakampf an und wir können auch Talentpunkte ausgeben, das werden wir dann auch gleich machen. Vorher mal zur Startkarte und ich fahre jetzt hier zur Arbeit. Zu Fuß gehen mache ich einfach deswegen nicht, weil es meiner Meinung nach zu viel Zeit braucht. Und hier kann man jetzt einfach arbeiten und wenn man den Balken voll bekommt, gibt es $50 Bezahlung, allerdings das Arbeiten braucht halt, ja, Nahrung braucht, vor allem Laune braucht Energie. Ist nicht die einzige Arbeit, die man machen kann, man kann auch Pizza ausliefern, das kostet weniger Energie, bringt dafür auch weniger Geld. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Job noch fertig, haben wir eh geschafft, haben wir $122. Ich fahre in den Supermarkt und kaufe mir was zu essen hier bei unserem Freund, dem Apu, den habe ich mal bei einem Überfall geholfen und seitdem sind wir da beste Freunde. Ja, Fleisch scheint mir das Effektivste zu sein, zumindest rein rechnerisch, bringt es einfach am meisten. Also kaufe ich in der Regel auch das ein. Bei 7 ist der Kühlschrank eh voll, von dem her geht jetzt eh nicht mehr. Fahren wir nach Hause und schlafen eine Runde. Wenn man nicht in die Muckibude gehen will, auch kein Problem. Wenn man genug Geld hat, und das habe ich in den 60 Tagen zum Glück gesammelt, dann kann man sich auch zu Hause entsprechend einrichten. Allerdings sollte man vielleicht für ein bisschen Laune noch sorgen. Schmeißen wir uns mal kurz vor den Fernseher. Oder alternativ, wisst ihr was, dann seht ihr das auch. Besuchen wir doch einen Kollegen, den Roy. Den haben wir durchs Kämpfen eben kennengelernt, durch die Kampfliga. Und mit dem Roy können wir zum Beispiel ein bisschen abhängen, entspannen. Sammeln wir auch ein bisschen Laune und Energie und bekommen sogar Nahrung dazu. Also super Entspannung. Wir können auch andere Sachen mit ihm machen. Wir können mit ihm kämpfen, wir können mit ihm trainieren. Wir können ihn nach seiner Schwester fragen, weil offensichtlich haben wir auf die ein Auge geworfen und sie eventuell auch auf uns. Sie mag Blumen, das weiß ich schon, und die sammle ich auch gerade, züchte ich ja selber. Und nach Hause wollte ich nämlich euch meinen Fitnessraum zeigen. Habe ich immerhin schon ein Laufband und so einen Punching Ball mir gekauft, kann also auch zu Hause problemlos trainieren. Allerdings habe ich im Moment noch nichts für Stärke.
da sollte ich mich gelegentlich auch drum kümmern. Aber eben, wenn man nicht in die Muckibude gehen will, ein bisschen Geld und Zeit sparen, kann man hier trainieren. Was gibt es sonst für Schauplätze? Wir waren schon einkaufen. Wir können mal zum Mick. Der ja, ist sozusagen, wie beschreibt man den, ist so ein Guru, der Box-Guru. Ja, von dem können wir uns Weisheiten abholen. Auch was zu essen, wenn man pleite ist und kein Essen mehr hat, bekommt man von ihm ein bisschen was, zumindest die ersten paar Mal. Da sehe ich ein Blümchen. Das nehmen wir doch glatt mit für unsere Geliebte. In der Bar, da kennen wir den Tyler, mit dem können wir Straßenkämpfe veranstalten. Und hier in der verlassenen Lagerhalle, da gibt es eben diese Ultimate Fights. Im Sportgeschäft, schauen wir noch schnell vorbei, bis das Geld aus ist. Da könnte man beim Proper eben noch weitere Geräte kaufen, müssen wir ein bisschen sparen. Oder sogar beim Magier ein paar magische Drinks, die unsere Stärke kurzzeitig erhöhen und unsere Werte kurzzeitig erhöhen. Wann ist der Kampf? Morgen ist der nächste Ligakampf. Habe aber kein Geld mehr und kann mir nicht mal den Eintritt in die Muckibude leisten. Dann saßen wir doch beim Café vorbei und liefern ein paar Pizzas aus. Dann seht ihr das auch mal. Das eben bringt, wenn ihr Geld aber verbraucht, soweit ich das gesehen habe, auch weniger an Energie oder an Werten. Dafür, wenn man auf dem Bau arbeiten geht, Vorteil, dort bekommt man Stärke und Ausdauer zum Teil dazu. So, jetzt habe ich natürlich durchs ganze Herzeigen das nicht unbedingt ideal gestaltet, weil jetzt haben wir relativ viel Punkte verloren, obwohl heute der Kampf ist. Ich schaue jetzt gerade schnell, ob sich das noch ausgeht, das Geld abzuholen. Ja, das geht noch. Flott nach Hause. Super schnell eine Runde schlafen, damit wir Energie haben. Und eventuell können wir noch ganz, ganz schnell für ein bisschen Ausdauer sorgen. Pardon. Bevor wir kämpfen. Jetzt haben wir zwar nicht ganz so viel Energie und nicht ganz so viel Laune, aber schnell noch aufs Laufband ein, zwei Punkte sammeln. Sollte genügen. Genau, dass wir zumindest wieder auf 6 oben sind. Dann essen wir noch eine Kleinigkeit. Eventuell noch mal flott auf die Couch. Ein paar Minütchen. Ah, jetzt habe ich den Kampf fast verpasst, aber wir können ihn jetzt noch ausführen am Tagesende. Und dann schauen wir uns den Gegner noch an. Der ist sehr geschickt, hat eine hohe Trefferquote, vermeintlich entsprechend sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass wir hier ausweichen. Und hat auch hohe Energieregeneration, auch eine relativ gute Ausdauer. Dafür schlägt er nicht sehr hart zu. Also eventuell könnte man hier auf Blocken verzichten und vielleicht drei Sachen nehmen, die recht genau sind, dafür nicht extrem viel Energie brauchen. Eventuell hier, dann nehmen wir noch den Karate-Kick und ich glaube, ja, ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen freigeschaltet, das heißt, ich glaube, den vierten Slot muss man jetzt belegen. Genau, dann wird es doch der hohe Rückhandschlag, in der Hoffnung, dass wir unsere Energie nicht zu schnell aufbrauchen. Schauen wir mal. Eben, weil da geht es bei uns schon auch flott runter, bei ihm aber auch. Also offensichtlich haben wir da doch eine gute Kombination erwischt. Beziehungsweise verbraucht er einfach auch viel Energie. Wobei es geht eigentlich. Vermutlich, gut, er hat weniger Ausdauer wie wir. Das heißt, wir haben einfach grundsätzlich einen höheren Energielevel. Genau, aber es ist relativ knapp, wie ihr seht. Also es kann schon sein, dass uns hier die Energie ausgeht. Darum nehme ich mal vorsichtshalber den hier wieder raus. Gibt das Blocken dazu, auch wenn wir es vom Schaden her nicht brauchen. Hitpoints haben wir leicht genug, aber so sparen wir ein wenig Energie zumindest. Beziehungsweise müsste ich mir einfach mal ein paar Basisschläge freischalten. Oh,
Der ist lang nicht mehr aufgestanden. Jetzt haben wir die ganze Energie regenerieren können. Dann können wir hier eh wieder das reinnehmen. Ein paar Basisschläge vielleicht. Oder einfach mal schauen, was sonst im Talentbaum noch zu finden ist. Da habe ich mich jetzt noch ein bisschen zu wenig umgeschaut. Beziehungsweise könnten wir eh wieder ein paar Punkte ausgeben. Gut, haben wir gewonnen. Und ja, jetzt haben wir eh 26 Talentpunkte. Das ist nicht schlecht. Und den dritten Platz sind wir mittlerweile. Auch ganz gut. Jetzt habe ich gerade die Statistiken übersprungen, die ich noch herzeigen wollte. Vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Ich schulde Don hier einen Haufen Geld. Das ist wieder so ein Story-Element. Vielleicht kannst du mir helfen. Kannst du vielleicht in der dritten Runde ein kleines Nickerchen machen? Also jetzt müsste man offensichtlich betrügen und solche Vorschläge bekommt man immer wieder, solche Entscheidungen. Genauso wie mit Drogen nehmen oder ähnliches, Zaubertränke nehmen. Okay, in dem Fall können wir eh nur mit Nein und Nein antworten, dafür halt verärgert oder ein bisschen neutraler. So, ich versuche eine Karriere aufzubauen, kann ich nicht, vielleicht kann ich dir auf andere Weise helfen. Mick alles erzählen, vielleicht hat er eine Idee, Zeit Mick zu besuchen. Genau, das sind eben so die Story-Elemente, die da immer wieder kommen und die ich finde, die das Spiel super, super auflockern. Schulden ein Gangster Geld, er will, dass ich einen Kampf verliere. Das hat er auch vor langer Zeit gemacht, er war mal Champ, weißt du, und dann hat er alles verloren. Silber war mal Lehrling, das aufhörte, seinen Traum zu folgen und die Liga verließ, musste er die Medaille zurückgeben. Deine Medaille, ah. Ich glaube, das ist das Medaillon, das wir ganz am Anfang bekommen haben von unserem Vater. Anna, wir bekommen es jetzt. Die hat unserem Vater wohl gehört. Eben, das sind alles Neuigkeiten, auch für mich. Ich hoffe nicht zu viele Story-Spoiler, falls es jemand selber spielt. Endlose Macht. Ja, wirklich super coole Story mitunter. Begeistert mich auch recht an dem Spiel. Er ist 20 Jahren schworen, ein Vater und drei seiner Freunde, die Medaille zu beschützen. Bisschen Stereotype, Story-Elemente vielleicht, aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Und jetzt muss man eventuell... jetzt weiß man überhaupt, warum das Punch Club heißt. Der rote Kronkorken ist unser geheimes Zeichen. Gut, kann ich das auch mehr oder weniger zufällig erklären, weil ich... das jetzt rausgefunden habe. Und Silver hat das. Okay, jetzt muss man das von ihm holen. Wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel Story machen. Ich habe das mal noch nicht. Ah, das hat der Don wegen den Schulden. Okay. Und meine Familie auch. Dann müssen wir Don besuchen. Ja, ebenso schaltet man dann neue Charaktere frei und höchstwahrscheinlich, dass der irgendwo... auf der Karte zu finden, nehme ich mal an, genau da ist jetzt der Don. Okay, schauen wir hier vielleicht nochmal rein. Und für was können wir nun unsere 26 Punkte ausgeben? Rote Turnschuhe, das ist uninteressant. Hier schnelle Reaktion vielleicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Angriffen erfolgreich ausweichen, ist erhöht. Verbraucht aber mehr Energie, eventuell besorgen wir uns hier irgendeinen neuen Kick oder Schlag gegen Angriff. Jeder ausgewichene Angriff wirft 25% des Schadens zurück. Das klingt eigentlich sehr gut. Das braucht nämlich so gesehen keine Energie. Ist einfach so eine passive Fähigkeit. Die lernen wir. Und dann haben wir eh nochmal 12 Punkte. Die Kosten steigen laufend. Das heißt, können wir uns jetzt im Moment nichts mehr leisten. Okay. Ja, würde ich jetzt natürlich wieder trainieren gehen. Das macht man regelmäßig. Melden wir uns gleich an. Wir könnten auch Ultimate Fights besuchen. Machen wir eventuell. Ich würde sagen, schauen wir, dass wir hier nochmal wieder auf 466 kommen. Gibt übrigens auch Talente, die verhindern, dass man unter 4 fällt. Wäre sicher auch eine gute Investition gelegentlich, das mal zu machen. Ich möchte jetzt einfach nicht zu viel Energie verlieren. So, dann gehen wir hier noch hin. Da gibt es eben auch noch die Sprungschnur. Mit den Jungs kann man auch was machen. Also teilweise gibt es auch Elemente, da muss man ein bisschen suchen.
weil es gibt irgendwelche versteckten Sachen zum Anklicken, die auch nicht gehighlightet werden. So, geht sich noch aus, das zu trainieren? Oder geht uns vorher das Essen aus? Geht sich noch aus, super. Dann schauen wir schnell nach Hause. Essen einhappen. Gießen unser Blümchen. Streicheln die Katze. Und machen mal so einen Ultimate Fight als Abschluss. Dann kann ich euch nämlich auch die Statistik nur zeigen. Oh, der Roy schon wieder. Das ist jetzt eher Zufall, dass wir den, glaube ich, hier nochmal treffen. Jetzt können wir auch eventuell unser neues Talent einsetzen. Wobei ich weiß, der Roy verbraucht ziemlich viel Energie normalerweise. Ja, der hat eben sehr energielastige Sachen. Trotzdem würde ich es gerne mal testen. Und vielleicht statt dem hohen Schlag, oder was nehmen wir mal raus? Den Karate-Kick nehmen wir mal raus. Versuchen wir mal, wo war denn das? Hier. Das habe ich auch nicht gezeigt. Angriff überspringen hätte ich auch. Genau, das habe ich ganz vergessen. Das wäre ja eigentlich das, was ich mir genommen habe, zum Energie regenerieren, damit ich einen Angriff gegen das ersetzen kann. Wenn man eben zu viel Energie verliert, kann man das reinmachen. Dann überspringt man Angriffe. Aber versuchen wir mal das, den Gegenangriff. Und schauen wir, was da rauskommt. Okay, da starten wir schon mal gut. Ah, da haben wir jetzt gerade so einen Gegenangriff, glaube ich, gelandet mit 2 Hitpoints immerhin. Ja, abgesehen davon, dass wir viel Energie gerade brauchen, schlagen wir da ordentlich zu. Das heißt, da werden wir jetzt gleich mal zu Boden gehen wegen Energiemangel, befürchte ich. Ja, da liegen wir auch schon. Dann ist gut, dass ich mich gerade erinnert habe an das Auslassen. Dann stellen wir das mal um, packen das mal rein, dass wir wieder ein bisschen Energie regenerieren können in dieser Runde. Eben, jetzt braucht er wesentlich mehr wie wir. Das heißt, jetzt wird es ihn mal umhauen. Und das finde ich ist ein super spannendes Element. Eins von vielen super spannenden Elementen in diesem Spiel, dass man eben überlegen muss, welche Fähigkeiten setzt man ein, dass man die auch von Runde zu Runde tauschen kann. Finde ich super. Geld haben wir ordentlich bekommen, sehe ich gerade. Ja, und hier ist einfach der Verlauf der einzelnen Werte über die Zeit. Und hier kann man auch Statistiken einsehen über die eingesetzten Fähigkeiten an sich. Wie oft die angewandt wurden und wie gut die gelandet sind, so wie ich das verstanden habe. Hier zum Beispiel, glaube ich, sollte das eigentlich heißen, so wie ich das verstanden habe, zumindest vielleicht habe ich es falsch verstanden, das wurde 60% angewendet und 0% erfolgreich oder irgendwie so. Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Muss ich mir nochmal anschauen. So oder so haben wir da, glaube ich, gerade ordentlich hingelangt und haben mittlerweile 45 Punkte gesammelt. Ja, das also ist Punch Club, abgesehen davon, dass es eben vermutlich noch ein paar Locations gibt zum Aufdecken, dass es noch einige Story-Elemente gibt. Vor allem die entfernten Länder und dann die Antwort. Und ja, einiges zum Entdecken, auch während dieser ersten 2-3 Spielstunden schon. Und vor allem viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden und ein Thema, nämlich Kampfsport, was mich normalerweise nicht wirklich interessiert, sehr, sehr schön in ein Management- bzw. Taktikspiel, Strategiespiel verpackt mit ja auch so einem Lebenssimulationselement, mit Geld und ja, mit Essen, Energie und so weiter. Ich finde es super, mir gefällt sehr gut für 10 Euro. Absolute Empfehlung, toller Mix aus verschiedenen Genres mit einer netten Story, schön aufbereitet und finde auch die Optik passt da gut, also passt gut zum Thema, passt gut zum Inhalt. Einfach ein super tolles, nettes, kleines Spiel und definitiv ein Let's Play-Kandidat. Ich weiß, die Kollegen spielen das zum Teil schon, aber ich werde sehr versucht, das denen gleich zu tun. Also, wen es interessiert, das als Let's Play zu sehen, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Dann entscheide ich mich noch, ob wir das mit ins Programm nehmen oder nicht. Aber ich wäre sehr dafür. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es an der Stelle und ich wünsche alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vierdenk und baba.